Ich hatte kürzlich also, ein Interview Teil mit 1, Teil Professor Dartsch gemacht. Mhm. Wir hatten mit ihm nur darüber geredet, es gibt so Informationsträger, da hat er wirklich doppelblind alles hochwissenschaftlich, ja. Da hat es eine Information, da eine Auswirkung auf die Zelle, ja. Und die Zelle hat massiv reagiert, doppelblind, das ja. Heißt, er hat das auch übers Wasser gemacht und richtig. Festgestellt, Wasser ist Informationsträger, das stimmt. Er kann die Wirkung beweisen, richtig. Das muss ich sagen, das ist ja auch schon revolutionär überhaupt, weil man hat ja jahrhundertelang darüber gekämpft, dass Wasser keine Informationsspeicher ist. Ja. Ja. Aber das ist ja alter Hut. Professor Luc Montagnier, der Nobelpreisträger, der das dafür bekommen hat für die AIDS-Virus, der hat das eindeutig nachgewiesen, dass auch die Fernübertragung bis an einen anderen Kontinent funktioniert, mhm. beim Wasser. Also mhm. Luc Montagnier, also über jeden Zweifel haben. Und jetzt mit 80 Jahren traut er sich zu den Wasserforschern gehen, weil alle jungen Wasserforscher, die werden ziemlich vernichtet. Weil natürlich Wasser, ich habe gesagt, Wasser ist ein Geschäft für Hyänen, für Geier. Du hast hier ein Opfer, das Opfer heißt Wasser. Das heißt, ich kann mit Wasser brutal viel Geld verdienen. Da habe ich die Mineralwasser, dann habe ich die Heilwässer, dann habe ich die Flaschenwässer, dann habe ich die Filterwasser. Überall gibt es brutal viel Geld zu verdienen und drum ist ein Forscher, ein Wissenschaftler, der jetzt zum Beispiel sagt, naja, unser Leitungswasser hat krankmachende Informationen, gekillt. Dann gibt es einen Wissenschaftler, der sagt, okay, in unserem Wasser sind so viele Schadstoffe, die im Cocktail schlecht wirken. Weg damit. Wirst du nicht finden. Das ist die Realität. Weil wer bezahlt die ganze Gaudi? Also in Werbung und im Krankwerden, im Krankensystem. Darum haben Wasserforscher heutzutage ganz einen schweren Stand. Und auch solche Leute, die jenseits sind von Gut und Böse, wie Pollack oder jetzt bei Luc Montagnier, haben die gesagt, oh ja, der alte Dackel, so ungefähr, jetzt wird er schon senil, jetzt fängt er mit Wasser an. Aber er hat es bewiesen und es ist zu beweisen. Also wenn wir jetzt wissen, dass Wasser Informationsspeichermedium ist, und jetzt nehmen wir einfach mal irgendwann ein Leitungswasser, was irgendwie mit 2 Millionen verschiedenen chemischen oder petrochemischen Verbindungen daherkommt. Und wir informieren jetzt das mit, wir geben Energie und Power rein. Das geht über die Blume des Lebens, es geht ums Besprechen. Da machen wir doch eigentlich aus diesen tiefen Potenzen eine hohe Potenz, oder? Klar, bessere Potenz. Ich verbessere es, definitiv. Definitiv auf der positiven oder negativen Seite? Auf der positiven Seite. Ja, aber es hat ja auch Schadstoffe drin. Und wenn ich die Schadstoffe potenziere, sind sie auch Hochpotenz. Ja, das ist halt immer eine Frage, was kommt der, wie viel kann der Körper packen? Weil ich sage das nicht umsonst, weil die Geschichte früher ja. hat uns immer gezeigt, das Wasser war immer sauber. Und ja, man ja. hat mit sauberem Wasser Energetisierungsrituale vorgenommen. Aber man hat nie in der Geschichte mit belastetem Wasser Energetisierungsmaßnahmen. Das schon, aber du darfst nicht vergessen, das Bewusstsein der Max von Pettenkofer, es gibt ja in München das Max von Pettenkofer Institut, auch eine Straße ist nach ihm benannt, der hat im Beisein seiner Studenten ein Glas Kolibakterien ausgedruckt, die absolut tödlich sind. Wenn du dich im Bewusstsein so reinbringst, dann kannst du das auch packen. Nur der normale Mensch hat das ja nicht. Gut, der hat gesagt, also, ich habe ein starkes Milieu. Milieu ist entscheidend. Ja, klar, als, hier die Erreger. Antennen. Die Antennen haben es gekillt. Aber im Normalgebrauch, ich gebe dir da ausnahmsweise nicht wirklich vollkommen recht, dass es natürlich nicht gut ist, wenn du Schadstoffe hast. Und belebst das noch. Das ist definitiv nicht gut, kontraproduktiv. Aber weißt du, wie viele Leute das machen? Ich kenne ja unglaublich viele Leute. Dann kleben sie eine Magnetmanschette darüber. Dann kleben sie ein violettes Band darüber. Ja. Dann legen sie die Blume des Lebens über ein Wasserband und. Einfach ja, ja. immer mit dem Bewusstsein, ach, Shungit ist auch ein großes Thema. Man redet Shungit ins Leitungswasser rein und jetzt ist das Wasser plötzlich das allerbeste Wasser, das es überhaupt gibt. Und die wichtigsten Werkzeuge wie den Sättigungsgehalt zu messen, die Leitfähigkeit des Wassers, ist kein Thema. Ja, da gibt es ja Genossen, die schimpfen mich massiv im Internet, weil ich gesagt habe, also nur mit Hand auflegen, Rost, Sand, Kalk plus die anderen katastrophalen Inhaltsstoffe im Wasser, die kannst du nicht nur mit der Belebung. Also das muss schon sauber sein auch. Okay. Da hast du völlig, ja klar, du kannst ja nicht Dreck beleben. Eben. Also Entschuldigung, das also geht überhaupt nicht. Es geht, wie gesagt, im höchsten Bewusstsein, wenn du der Yogi-Meister bist und 3 Jahre Lichtnahrung trinkst, klar,
dann geht es eher. Ja, ja, aber im normalen oder aus Wasser Wein macht, dann sind wir so weit, dass wir... Richtig. Gut, das richtig. Aber vom Grundsatz her hast du völlig recht. Aber ich will nur immer sagen, das Bewusstsein ist auch wichtig. Der Glaube versetzt ja die Berge, auch das. Aber natürlich, du tust ja 100-mal leichter, wenn es sauber ist. Das ist überhaupt kein Thema. Und ich sage oft belebten Dreck. Gerade so mit Magneten, wenn du das dann noch so genannt belebst. Und da gibt es ja auch wahnsinnig viele von diesen Filterleuten, die einfach ein bisschen... So Spielzeug filtern, den ganzen Müll reintun, dann das gute, das relativ unbelastete Wasser über den Müll laufen lassen und dann nur am Wirbel rummachen. Tja, wer es mag, für den ist das Hexte. Ich würde es nicht trinken. Ich merke es ja auch natürlich. Klar. Ja, man kriegt es auch gar nicht mehr runter. Ja. Wenn du dich mal gewohnt bist an sauberes Wasser.